Also, ich beginne meinen Atelierrundgang mal mit dem, wo sozusagen alle meine Bilder herkommen, nämlich mit meiner Palette. Das sind Acrylfarben, die ich hier anmische. Gleich daneben ist mein Arbeitstisch. Da ist gerade nicht viel los. Vielleicht hier gerade eine Aquarellarbeit, Acryl-Aquarell gemischt. Das alles ist sozusagen hier auf meinem Arbeitstisch, ziemlich nah am Fenster, da habe ich gutes Licht. Ich mache mal einen Schwenk durch den gesamten Raum. Da steht ein Spiegel, da hängen Bilder. Die arbeiten, da sage ich gleich was dazu. Das ist der Raum, so ungefähr 50 Quadratmeter. Kann ich ganz gut arbeiten. Riesig ist es nicht, aber man sieht jetzt schon viele Arbeiten. Ich kann wenigstens die Wände vollhängen mit dem, an was ich gerade arbeite. Außerdem gibt es hier gegenüber eine große Wand, wo ich ganz große Malereien mache. Wenn das mal ansteht, hier steht auch schon eine vorbereitete Leinwand für die nächsten Bilder. Dann habe ich eine Staffelei, die sehr alt ist und sehr einfach. Das ist nochmal ein Blick auf meine Materialien. Ja, ich versuche immer Ordnung zu halten, das gelingt nicht immer. Und ja, da hinten gibt es noch alle möglichen Türen zur Küche, zum Bad. Hier gibt es noch Absseiten, wo ich auch Werkzeug und Material verstecken kann. Und hier gibt es eine Schrankwand. Ja, ich brauche eigentlich doch ziemlich viel Material und ich bin jemand, der nicht viel wegwirft. Also wird ständig irgendwas gelagert. Hier gibt es gegenüber noch Bücherregal unter dem Tuch, damit es nicht einstaubt. Sind Monographien, Künstlermonographien und hier in dem anderen Regal Theoriebücher. So, jetzt gibt es hier ein paar gerahmte Arbeiten, Siebdrucke und Zeichnungen von mir. Darunter ein altes Plakat von der Ausstellung. Da stehen meine Geräte, Scanner und Drucker, in der Hoffnung, dass sie es auch tun, wenn ich sie brauche. Und ich bin eben gerade an einer Arbeit, die sich wieder aus 36 Einzelpaneelen zusammensetzen wird. In dieser Arbeit geht es im Großen gesagt um das Verschwinden, das Erscheinen und Verschwinden von Dingen und Gegenständen vor den Augen. Das erschließt sich jetzt hier, wenn ich die Kamera so drauf halte, erstmal so nicht. Das wird aber zusammen mit einem Text dann hinterher in einer Reihenfolge angeordnet sein, die das dann doch ein bisschen erklärt, dass es immer wieder um das Erscheinen, Verschwinden, das Hineinsehen von Figuren und Formen in die Bilder handelt. Und ja, da gibt es jetzt schon, ich glaube, fast 20 solche gleich großen Arbeiten. Dazwischen hängen immer andere kleine Arbeiten, zum großen Teil von mir oder irgendwas Experimentelles. Aber ich habe auch von Freunden hier, von Tom Weyers, einem Amsterdamer Laien, der mir immer wieder lustige Postkarten schickt und ich schicke ihm dann was zurück. Hier unten drunter ist von meinem Freund Helgi Torgils Fridtjonsson aus Island eine schöne Zeichnung, die ich einfach mal so geschickt bekommen habe mit der Post. Daneben ist ein Kalender von Marlene Dumas, den meine Frau Gabriele Franziska Götz für sie gestaltet hat. Das ist so eine Art ewiger Geburtstagskalender. Hier gibt es eine Siebdruckarbeit von mir. Ich schwenke jetzt nochmal. Also man sieht, ich arbeite mit Tageslicht und Neonlicht.
Hier gibt es einen Spiegel, jetzt sieht man mich. Die Kunsthalle Bielefeld spielte ja eine größere Rolle in der letzten Zeit. Da habe ich eine schöne Ansicht im Schnee als Weihnachtskarte geschickt bekommen. Da ist noch von meinem Freund Michael Düchting eine Postkarte. Und wieder eine von Tom Weyers. Das sind Arbeiten von mir, das sind so A4-Arbeiten, die ich mir dann selber rahme. Diese Arbeit hier gehört auch noch zu der Serie von 36 Blättern. Oder diese zwei gehören noch dazu. Und hier gibt es auch noch, ja, auf die bin ich relativ stolz. Viele finden es gruselig, wenn ich sowas mache, aber wie gesagt, das wird sich dann erschließen, wenn ich die ganze Serie mal zusammen habe und zusammen ausstellen kann. Hier sind nochmal zwei Blätter davon, zwischen kleinere Arbeiten gehängt. Das ist eine Arbeit über Sklaverei und Befreiung. Das ist von japanischen Manga inspiriert, von uralten Manga. Und hier sind drei ältere Arbeiten von mir selbst, manchmal etwas ja, humoristisch. Hier oben sind ein paar Sportsachen von mir, also so Gymnastik eher. Und wenn man dann Richtung Garten geht, habe ich hier noch eine kleine kitschige Ecke, die ist so ein bisschen ostasiatisch angehaucht. Hier habe ich von meinem Freund Thomas Stricker eine chinesische Glocke geschenkt bekommen. Da sind zwei Arbeiten, wo ich mich selber mit asiatischen Schriften und Worten beschäftigt habe. Dann rechts gibt es einen kleinen Druck, den habe ich in Tokio gekauft auf einer Reise mit Studenten. Und das ist eine Arbeit, die habe ich geschenkt bekommen von Zhang Yatao. Das ist ein Assistent von meinem Freund Wang Tong, mit dem ich in China zusammen ausgestellt habe. Jetzt schwenke ich wieder zurück. So, jetzt geht es nochmal in die Küche. Da ist ein Plakat von den Meisterschülern der Akademie in Stuttgart. Vehement hieß die Ausstellung. Da habe ich mit organisiert. Hier hängen ein paar Bilder von mir selbst oder auch von anderen Künstlern. Hier in der Vitrine ein Alfonso Hüppi, ein Original, das er mir geschenkt hat. Hier sind ein paar Devotionalien und ein paar, ja, eigentlich meine Steinsammlung, die ich eigentlich gar nicht richtig habe. Das hat sich so angesammelt. Hier noch Arbeiten, die ich besitze, von einem ehemaligen Studenten Klaus Müller. Und ja, das war es im Wesentlichen. Hier ist noch eine Arbeit, die ich immer noch mal in einen Plexiglasrahmen machen möchte. Das ist eine Arbeit von mir. So, jetzt, hier ist, das kann ich vielleicht auch noch mal zeigen, das ist auch noch eine ganz frühe Druckarbeit von Alfonso Hüppi. So, jetzt hat man es eigentlich gesehen, wie mein Atelier aussieht. Ja, und ach so, ja, es hat immer mal wieder Besuch gegeben. Hier ist noch eine Arbeit von Rohit Kahl. Rohit Kahl muss ich wohl eher sagen. Und daneben nochmal, kann man schwer sehen, von meinem Freund Helgi Torgils Fridtjonsson. Das sind teilweise sammle ich Arbeiten und teilweise bekomme ich sie geschenkt. Also man kann noch sagen, wichtig ist hier, dass ich eine Couch habe, damit ich auch meine Zeitungen lesen kann und Pause machen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, es haben hier schon ziemlich viele Künstler übernachtet. Sarah Dahme war hier, Bernhard Karmann hat mir sogar als Miete dann sozusagen ein Fahrrad hinterlassen und geschenkt. Und sogar Thomas Demand hat hier schon mal richtig gewohnt. Also,